Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replay Cast Nummer 623. Dieses Mal mit PvT vom NA-Server. Wir haben ja mein Rot, den Protoss, das ist Captain Waffles. My life for Iron. Und der spielt gegen den Terraner in Blau, Massa. You want a piece of me, boy? Denke, Massa wird eher ein Begriff sein. Das ist ein Terraner, der schon länger und höherrangig unterwegs ist, hat auch schon ein paar kleinere Erfolge erzielt. Gewinnt gerne bei lokalen amerikanischen Turnieren, weil er doch ziemlich stark ist im Vergleich zu dem, was die amerikanische Szene sonst so alles am Start hat. Hat auch im letzten Chisadelphia-Finale True ziemlich verprügelt, den koreanischen Zerg, was ziemlich eindrucksvoll war. Und Masas TVZ ist sehr, sehr stark, sein TVP, das werden wir sehen, was es hier hervorbringt. Wenn wir, ja, Probe Scout von Captain Waffles, Master hier mit der One-Rex Expansion, beim Protoss hier auch die schnelle Expansion auf Acolyte, weil man eben hier die Expansion hinten drin hat, die ist safe, da kommt nicht wirklich viel ran am Anfang, außer eben fliegen die Einheiten, aber wie gesagt, am Anfang ist das noch nicht wichtig. Cybernetic Score und weiteres Gas von Protoss natürlich mit dazu. Währenddessen wird die Probe hier angegangen. Die Probe fällt hier auch ziemlich schnell, der Marine macht kurz einen Prozess. Es gibt kein Reaper Opening hier, sondern ein Marine Opening. Es geht danach direkt in den Reaktor. Damit ist natürlich für den Terraner ein bisschen mehr Gas für weiteren Tech da. Hier kommt die Factory. Und es wird hier alles auf One Gas, auf eine Refinery momentan noch betrieben. Und hier aus der Barracks kann es dann gleich ordentlich Marines geben. Mal sehen, ob die Factory dann eventuell den Reaktor noch bekommt. Ist eigentlich gegen Protoss nicht ganz so üblich. Außer man spielt massiv viele Widowmines. Mit Protoss gibt es etwas regelmäßigeres mit dem Stargate Opener. Sehr wahrscheinlich in ein Oracle. Und die beiden besetzen einfach weiter ihre Economy und warten dann, bis der Tech soweit steht, dass es weitergehen kann mit strategischer Ausrichtung. Wir haben den Starport. Wir haben jetzt hier noch einen Reaper doch mit dabei. Für Master. Später tatsächlich angebaut. Und der düst jetzt hier einfach nochmal über die Karte und scoutet. Währenddessen kommt der Starport mit einer Widowmine und hier weitere Marines. Natürlich, man braucht Abwehr gegen ein Oracle. Das Oracle, das hier eben auch gerade kommt. Heißt, 6 Marines oder eine Widowmine. Widowmine one-shotted ein Oracle. 6 Marines sind stark genug, um direkt gegen ein Oracle zu kämpfen. 5 Marines reichen nicht. Es muss noch ein 6. Marine mit dazu. Am besten natürlich noch mehr. Je mehr Marine da sind, desto weniger kann das Oracle anrichten. Die Widowmine hier, die geht in den Natural und möchte die hier beschützen. Gräbt sich hier schon heimlich hinter einem Gebäude ein, dass sie nicht leicht zu entdecken ist. Und das erste Oracle, mal sehen, was es anrichten kann. Es kriegt einen Phoenix danach als Unterstützung. Es kennt zweites Oracle hier. Und es kommt sogar ein Viking hier für Master. Also er möchte sich wirklich sehr, sehr absichern gegen ein Oracle. Auch noch eine weitere Widowmine wird hier mitgebaut. Und mal sehen, was das Oracle dann überhaupt anrichten kann gegen so viel, was an Verteidigung vorbereitet wird. Und jetzt hier rein sieht, dass noch keine dritte da ist. Sieht auch die ganzen Marines und sieht hier auch das Viking. Und hier fliegt sie über die Widowmine und kriegt direkt ins Gesicht. Eine schöne Platzierung von der Widowmine für Massa. Und ja, damit ein Oracle weniger für den Protoss. Kein Harassment gefunden, kein wirkliches Scouting gefunden, muss man zusätzlich noch sagen. Das Scouting hier vom Oracle war auch minimal. Hat gerade mal die Barracks hier mit dem Reaktor gesehen. Natürlich, man weiß, dass ein Starport da ist, sonst wäre das Viking nicht draußen. Aber eben, man weiß die Addons nicht wirklich. Der Phoenix kann hier nochmal scouten. Aber auch der lebt hier relativ gefährlich. Widowmine ist hier inzwischen vorne platziert. Das Viking chillt hier in der Mitte. Und hier hinten ist die Widowmine auch noch immer eingegraben in der Natural. Der Phoenix hier, er hat einfach nach wie vor abgescoutet, wann kommt eine dritte Basis hier vom Terraner. Momentan kommt die noch in der Base. Die ist noch nicht auf Position geflogen. Die wird zuerst zu Hause gebaut, in der eigenen Basis. Da ist sie ein bisschen sicherer. Protoss hingegen setzt der Nexus natürlich an Ort und Stelle. Muss er ja, er kann nicht wegfliegen. Weitere Gateways aus dem Stargate wird weiterhin produziert. Weitere Phoenix kommen hier mit dazu. Wir sind schon auf 3 Phoenix und 3 Adepts. Wir gehen tatsächlich Richtung Phoenix Adept Army Komposition. Die ist aus der Mode gefallen, nachdem die Adepts ein bisschen genervt wurden. Weil eben das sehr, sehr dominant war als Spielstil von Protoss gegen Terraner. Dementsprechend wurde es ein bisschen genervt, aber es ist immer noch spielbar. Das heißt nicht, dass es komplett unbrauchbar ist. Und wir sehen es jetzt hier von Captain Waffles. Weitere Phoenix, weitere Adepten, das Adepten-Upgrade mit dazu.
Währenddessen geht hier Massa in Doppel-Armory. Hat hier eine stehen und oben auch nochmal. Die Frage ist, ist das ein Fehler von ihm oder hatte hier Mac vor? Ich meine, er hat noch nicht mega viele Produktionsgebäude. Er hat Doppel-Factory, nur eine Barracks. Das sieht sehr, sehr Mac-lastig aus. Hat hier oben zwei Panzer. Wird hier tatsächlich längerfristig Mac geben, was interessant ist gegen Protoss. Gegen Protoss ist das nicht üblich. Aber gegen die Komposition, die Protoss hier spielt, ist es durchaus effektiv. Phoenix und Adepten machen jetzt nicht den hohen Schaden gegen mechanische Einheiten. Im Gegenteil, die sind viel, viel effizienter gegen Bio. Heißt, Masa wischt hier Captain Office ein bisschen auf den falschen Fuß. Und er hat das noch nicht gesehen. Er hat eben die Hauptbasis nicht weit genug abscouten können, um wirklich Informationen dafür zu haben. Ja, und Masa, der pumpt sogar weiter, geht hier bereits auf den Fusion Core mit einem weiteren Starport. Ich denke, wir werden dann relativ bald das Liberator Range Upgrade sehen. Wenn er hier bereits den Fusion Core mitbaut. Battlecruiser sind eine Option, aber ich denke nicht, dass sie gespielt werden. Battlecruiser sind eine sehr schwierige Angelegenheit in jedem Matchup. Ja, man braucht sehr viel Geld und sehr viel Zeit, um Battlecruiser vernünftig vorzubereiten. Master schickt hier mal Hellions los. Hellion Harassment Squad. Es kommt hier, doch es kommt Ship Weapons tatsächlich. Baut hier Master tatsächlich Battlecruiser gegen Captain Waffles? Er hat hier einen Starport, zwei Starports, drei Starports mit Tech Labs. Also das muss fast schon Battlecruiser geben. Und das ist eine sehr riskante Aktion. Die Dinger brauchen ewig zum Bauen, sind nicht unbedingt schnell. Aber wenn sie da mal in einer gewissen Anzahl da sind, sind sie verdammt stark. Ja, mit dem Fusion Core und den Upgrades. Für Liberator braucht man kein Tech Lab. Das Einzige, was man noch bauen könnte, wären Ravens. Mass Raven wäre noch eine Option. Aber nein, es gibt hier tatsächlich die Battlecruiser. Mass Battlecruiser von Massa. Das ist mal was anderes. Bin gespannt, wie es funktioniert gegen einen Protoss, der sich hier voll auf Phoenix Adept gerade vorbereitet. Die jetzt sie erst nach und nach die Transition auf Robo macht. Scouting-Informationen von Protoss immer noch nicht wirklich vorhanden. Er wird sich selber ein bisschen wundern. Warum wird der Terraner hier nicht aktiv? Warum greift er nicht an? Das macht ihn schon ein bisschen nervös. Und jetzt kommt hier auch ein Warpress mit dazu. Ich denke, Waffles wird noch einen Push damit ansetzen mit seiner Armee-Komposition. Wartet hier auch mit den ganzen Phoenix. Aber eben, er wird dann ziemlich überrascht werden, was da auf ihn zukommt. Er baut jetzt hier noch Kolossier. Und Kolossier sind gegen das, was hier rauskommt, die komplett falsche Wahl. Wir bauen hier gerade drei Battlecruiser gleichzeitig. Es kommt noch ein Sensor Tower dazu. Massa geht jetzt hier auf Turtleneck-Style quasi mit den Battlecruisern. Und den Upgrades mit dazu. 1-1 ist dann gleich drauf. Attack-Upgrades sind für Battlecruiser sehr, sehr schön, weil sie viele Attacken starten, heißt zusätzlich ein Damage. Wirkt sich ziemlich gut aus. Captain Waffles sichert sich hier weiter ab, weitere Cannons. Er ist wirklich unruhig mit der zusätzlichen Defense. Scoutet jetzt hier auch, bis er nutzt seinen Warpress, um endlich mal in Richtung Gegner zu kommen. Der Ops bewegt sich nicht raus. Er hat jetzt hier natürlich den Sensor Tower gesehen. Das sieht man auf der Minimap, auch beim Gegner, dass hier der Kreis des Sensor Towers vorhanden ist. Und das ist schon ein bisschen komisch, denn das passiert in diesem Matchup eigentlich nicht. Der letzte Spieler, der das so krass gespielt hat, das war Goody mit dem harten Mech-Style. Aber Goody ging nicht auf Battlecruiser, Goody ging auf Panzer. Und wir haben jetzt hier einen Adapt-Warp-In, das soll es in den Matchup reingehen. Da sind ein paar Missile-Turrets, da ist das Viking in der Nähe. Mal sehen, wie lange das Warpress mir lebt. Es kam jetzt hier ein Scan gerade vom Terraner auf den Protoss und der sieht hier Koloss Adept Sentry. Und da wird sich Master drüber freuen, denn er weiß, er hat einen kompletten harten Counter gegen die Army-Komposition, die der Protoss momentan hat. Hier ist das Warpism, das fliegt hier an den Phoenix, an den Hellions vorbei, aber sieht die nicht ganz. Die Hellions kommen hier außen herum. Und Master mal sehen, wann er hier selber rest. Das Viking findet jetzt hier das Warpism, das heißt, ausladen ist nicht dran zu denken. Die Adepten können auch nicht zurückschießen. Das Warpism wird hier rausgenommen vom Viking. Heißt, wieder keine Restment, wieder keine Scouting hier für Captain Waffles. Er spielt immer noch ziemlich blind. Seine Vierte wird jetzt hier gleich ein bisschen angebrutzelt von den Hellions. Und fahren einfach, die fahren sogar einfach dran vorbei, denken sich, das tue ich mir gar nicht erst an. Laufen jetzt hier in die Protoss Hauptarmee und werden prompt eliminiert, ohne groß was anzurichten. Protoss hat eine gute Economy, da kann man nichts sagen, aber eben seine Armee ist nicht die richtige. Wir haben hier immer noch mehr Panzer, gerade für Master. Er baut auch immer noch welche, baut auch nach und nach eben mehr Battlecruiser. Es sind noch nicht so viele. Die haben natürlich auch ihre Sprungfähigkeit, die können einfach mal spontan den Protoss in die Mainbase springen. Die Frage ist, ob das Master hier durchzieht. Es kommt jetzt hier nämlich Koloss, Adept und Phoenix rüber mit ein bisschen Stalker-Unterstützung. Stalker braucht ich hier gleich wesentlich, wesentlich mehr. Wird jetzt hier gleich eine böse Überraschung überleben, was hier an Army auf ihn zukommt. Denn hier sind richtig viele Panzer, hier sind Helvets. Da geht richtig viel Schaden raus. Die Kolosse haben ihr Upgrade. Heißt, die Kolosse haben eine gute Range, sind gegen Panzer gar nicht so schlecht. Aber noch hat man nicht die Battlecruiser gesehen. Die Hellions waren hier schön alle geliftet. Master versucht hier mit einer weiteren Basis ganz abseits, nachdem ich hier oben bereits eine vierte gebaut hat. Er baut hier CC um CC. Und Protoss hat jetzt eigentlich Scouting-Formation. Ja, er switcht hier auch sofort. Sofort kommt die Doppel-Immortal-Produktion. Sofort kommt der Fleet-Beacon.
Jetzt ist es hier bei Captain Wolf so ziemlich klar, was Master hier treibt. Und er muss entsprechend darauf reagieren. Wittermann wird hier rausgenommen. Das Command-Center wird immerhin mal unterbrochen. Und da kommen die ersten BCs vorwärts. Und Anti-Air ist eben beim Protoss nicht so viel vorhanden. Es ist ein Warpus mit dabei. Da wird gerade eingeladen, wunderschön eingeladen, um hier die Yamato-Cannons zu canceln. Weil eben das Ziel dann nicht mehr vorhanden ist. Damit hier keine Yamatos, die rausgingen. Die BCs eilen vorwärts, aber eben Protoss kann rechtzeitig zurückziehen. Damit hier, Captain Wolf, es ist Max mit einer Army, die er nicht wirklich brauchen kann. Kann also an zwei Stellen eigentlich angreifen, weil ich hier seine Adepts und seine Kolosse eh loswerden muss. Die bringen ihm relativ wenig in diesem ganzen Engagement. Währenddessen ist hier ein Liberator am Start, versucht zu harassen. Hat er sein Range-Upgrade? Nein, hat er nicht. Der ist noch ganz normal hier. Snipe trotzdem gleich hier ein paar Probes, während das hat Protoss hier nochmal mit einem Medivac zu kämpfen. Da waren Widowmines mit drin. Oder Hellions könnten es auch gewesen sein. Die Probes auf jeden Fall angeschlagen, aber nicht sonderlich viele tot. Und hier geht es wieder vorwärts mit der Protoss-Army. Die Battle-Cruises sind inzwischen out of position. Die fahren einfach woanders weiter. Du denkst dich, das kümmert mich doch nicht. Adepts, ja, werden jetzt hier abgeschickt. Die sollen eben einfach irgendwo was anrichten, denn die sind einfach für den großen Fight nicht wirklich nützlich. Versuchen jetzt hier eventuell noch ein, zwei Tanks mitzunehmen, gehen hier auf die Gebäude. Da kommen noch die Lifts jetzt hier von oben, die Protoss-Army schiebt sich doch nochmal hinterher. Und die Tanks hier hauen ziemlich viel Schaden in die Adepts rein, hauen viel Schaden in die Stalker. Aber Protoss nimmt hier doch noch ziemlich viele Einheiten raus, pusht hier weiter und weiter nach vorne. Da ist jetzt hier, die BCs sind angekommen, die Phoenix hier natürlich machen gegen die BCs wenig. BCs hier mit 2-2 Upgrades gegen Phoenix ohne Upgrades, man sieht, wie sehr die Protoss-Army zerfetzt wird. Und Captain Wolf ist, er hat Geld natürlich, er kann sich wieder hochbauen, er hat Basen. Allerdings auch Masters steht da ziemlich gut da, seine Economy ist in sehr, sehr gutem Zustand. Und seine Upgrades einfach wachsen weiter, plus 3 Armor kommt, weitere PCs kommen, es kommt das Hi-Sec Auto Tracking, heißt das offiziell, das Upgrade. Für mehr Range auf Missile Turrets und Planetary Fortress und auch Raven Auto Turrets. Und wir haben jetzt die PC-Flotte hier, die fliegt hier fröhlich dahin. Man hat inzwischen eine ordentliche Masse gesammelt. 9 PCs sind am Start. Es wurden immer noch 2 hier gebaut. Mars hat einfach so viel Geld dahinter. Er kann fröhlich weiter PCs bauen. Ist nahezu maxed. Madison versucht, Captain Wolf ist mehr und mehr Stargates an den Start zu bringen. Mehr und mehr Tempests sollen gebaut werden. Protoss braucht eine Anti-Air. Er kann die ganzen Battlecruiser nicht mehr feedbacken, weil die eben geändert wurden. Aber er kann sie noch stormen. Da landet mal ein Storm drauf. Die Immortals tun leider wenig. Die Stalker mühen sich hier ab, auch nur einen einzigen Battlecruiser tot zu kriegen. Schaffen das nicht mal. Tatsächlich eine bleibt hier mit 33 HP bestehen. Der Tempest jetzt hier versucht irgendwie was zu reißen, aber auch der wird rausgenommen. Und Master hier einfach mit dem heimlichen Switch auf Mech und Battlecruiser überrollt hier den Protoss, weil er einfach überhaupt nicht drauf gefasst war, weil es eben keine übliche BO ist. Die Phoenix links hier nochmal mit den PCs, aber auch die haben wenig zu melden. Die PCs sind ein bisschen angekratzt, aber nehmen hier eine weitere Basis raus, haben wieder mal viel vom Protoss Army Supply vernichtet. Es kommen jetzt hier mehr und mehr Tempest mit an den Start, heißt die PCs können nicht ewig bleiben, die sind gegen Tempest nicht so geil. Yamatos kommen durch, Yamatos sind die beste Counterwaffe, die Tarana hat, aber Yamatos sind dann eine Weile auf Cooldown. Phoenix müsste jetzt wieder ein und da kommt der Sprung raus hier von den BCs rein wieder an die eigene Heimatbasis, da können die BCs wieder repariert werden. Schön gemacht hier von Master, evakuiert, bevor es ihm hier zu brenzlig wird, weil er weiß, da kommen mehr und mehr Tempest mit dazu. Protoss sieht es gar nicht mehr so gut aus, der hat die Basis hier verloren, währenddessen Liberator snipen nach und nach Probes weg. Protoss hat in der gesamten Zeit 10 Probes verloren, ist nicht übermäßig viel, aber er konnte auch von manchen Stellen nicht arbeiten. Man sieht hier, das Gas war unbesetzt, hier werden jetzt Probes hingezogen. Captain Office ist noch nicht raus, aber Master hat definitiv einen großen Vorteil in diesem Spiel. Er geht Richtung 3-3 Upgrades und hat mehr und mehr Battlecruis am Start, auch mehr und mehr Liberator kommen mit rein. 7 Vikings sind mit drin und es geht wieder mal vorwärts mit den Vikings, mit den Battlecruisern, auch ein paar Hellions sind mit dabei. Ja, das sind hier drüben Hellion Runby auf die Probes, die waren dann doch zu schnell rausgekommen, bis die Probes werden gut weggezogen. Captain Waffles bleibt weiterhin aktiv, hat sich noch nicht ganz aufgegeben, aber er weiß, dass es schwierig wird, diese Army zu crushen, vor allem wenn jetzt Vikings gleich noch mit dabei sind, die snipen dann die ganzen Tempest. Tempest sind zwar richtig gut gegen Battlecruiser, aber nicht sonderlich gut gegen Vikings. Ist noch Storm da, ist so eine Frage hier für den Protoss. Hat er einen High-Templar mit Storm irgendwo rumstehen? Er hat hinten zwei Templer, die haben noch keinen Storm direkt, aber die sollten direkt mit vorkommen. Denn wenn sie einen Storm haben, ist es dringend wichtig, dass der eingesetzt wird. Erste PC wird hier angesniped. PCs nehmen ziemlich viel Schaden eben an den ganzen Tempest. Erste Tempest, der zweite Tempest ist auch mit down, aber hier kommt der Counter-Damage, das Counterfeuer auf den einen PC. Und die Tempest haben einfach die bessere Range, brauchen nur einfach ein bisschen Vision. Dafür sind die Phoenix da. Heißt, Protoss kann den Taran immer wieder ein bisschen beschießen. Und somit sollten die PCs nach und nach runtergeballert werden. Ein weiteres Feld hier und das sind eben teure Verluste. PCs sind ziemlich teuer, aber hier drüben geht es gerade zur Sache. Neues Squad hier mit Panzern und PCs einfach reingefahren, rein teleportiert mit den PCs. Und Captain Wolf ist wichtigste Mining Base damit unterbrochen. Und hier wirft er das GG und Master hier mit etwas sehr, sehr Unüblichen macht dieses Game klar.
aber definitiv lustig anzusehen. Terraner, der Mech spielt, das ist, ja, ist eine Seltenheit, aber es ist schön, schön zu sehen tatsächlich, dass es immer noch welche versuchen. Man sieht, wenn der Protoss überhaupt nicht dazu kommt zu scouten und sich nicht darauf vorbereiten kann, dann wird er davon auch ziemlich krass überrollt. Captain Waffles hat das einfach als Standard-Bioplay aufgefasst, aber als er es dann eben gescoutet hat, war es praktisch schon zu spät und seine Army konnte der Army nichts entgegenstellen. Konnte niemals effektiv genug traden. Wir sehen es hier im Resources Lost, wie viel mehr Captain Waffles hier verloren hat. Ich meine, er hat seine ganze Adept-Koloss-Army aufgeben müssen. Und somit hier wenig Chancen für den Protoss. Marsa macht hier ein sehr, sehr geiles Match. Das war Replicast 623. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.